Das neue Jahr beginnt mit einem historischen Paukenschlag in den USA. Den Demokraten ist es gelungen, im südlichen Bundesstaat Georgia das fast Unmögliche zu erreichen, nämlich beide Senatssitze zu gewinnen. Raphael Warnock und John Ossoff, die beiden demokratischen Herausforderer, haben es geschafft. Sie haben die demokratischen Senatoren geschlagen. Zwar knapp, aber dennoch klar. Das ist ein historisches Zeichen und ein großer Erfolg für die Demokraten, dass sie nun mit Kamala Harris als Präsidentin im Senat die Mehrheit im Senat haben werden. Die Wahl ist nicht nur ein politischer Sieg der Demokraten, sondern auch ein Zeichen des Anstandes und auch eine Niederlage für den amtierenden Präsidenten. Der amtierende Präsident wird nicht müde, die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl vom 3. November anzuzweifeln und seine Anhänger aufzurufen, dagegen zu demonstrieren. Hinter mir seht ihr Anhänger des Präsidenten, man kann sagen die letzten Anhänger des Präsidenten, die gegen die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl am 3. November demonstrieren. Aber mit diesen Versuchen hat Donald Trump letztendlich dazu beigetragen, die demokratischen Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren, in Georgia ihre Stimme abzugeben und dafür zu sorgen, dass die Demokraten den Sieg davontragen. Es ist auch eine Niederlage des Anführers der Republikaner im Senat, denn auch er hat 4 Jahre lang Obstruktion im Senat betrieben und hat geschwiegen in vielen historischen Momenten, wo es wichtig gewesen wäre, gegen den Präsidenten die Stimme zu erheben. Was findet ihr heute am Dreikönigstag statt? Es ist eigentlich ein rein zeremonieller Akt. Der Kongress nimmt heute die Stimmen der einzelnen Bundesstaaten entgegen. Das heißt, die Stimmen der Wahlmänner und Wahlfrauen, die bereits von den Bundesstaaten offiziell bestätigt wurden. Jeder Bundesstaat bringt also heute die Stimmen der Präsidentschaftswahl zum Kongress und der Kongress nimmt diese eigentlich nur zeremoniell an. Was aber nun passiert, ist, dass ein Teil der Kongressabgeordneten und ein Teil der Senatoren von der Republikanischen Partei anzweifeln wird, dass diese Stimmen rechtens sind. Und deswegen wird es Debatten geben. Am Ende wird das nichts an dem Wahlergebnis ändern, denn der Kongress, sowohl das Repräsentantenhaus als auch der Senat, werden natürlich für die Annahme der Stimmen stimmen. Also für die Annahme der Wahlergebnisse stimmen. Aber die Demonstranten hier sind da, um quasi ihre Kongressabgeordneten und Mike Pence, den Vorsitzenden des Senats und den Vizepräsidenten von Donald Trump, anzufeuern, eben das zu tun, was sie eigentlich wollen, nämlich das Wahlergebnis nicht anzuerkennen. Aber das wird nicht geschehen. Bedenklich ist nur, dass tatsächlich ein Teil der republikanischen Kongressabgeordneten und ein Teil der republikanischen Senatoren sich dafür hergibt, diese Demagogie, diesen Populismus mitzumachen. Biden hat gerade davon gesprochen, er hat gerade eine Rede an die Nation gehalten, in der er Donald Trump aufgefordert hat, eben seine Leute zurückzurufen, dass sie sich zurückziehen vom Kapitol. Joe Biden hat auch davon gesprochen, dass eben, was hier stattfindet, eine Revolte ist, ein Aufstand, dass das nichts mehr mit politischem Protest zu tun hat, sondern es ist Chaos und es ist Gewalt, weil die Revoltierenden letztendlich haben das Kapitol gestürmt. Dieses war möglich aus meiner Sicht. Also ich bin kein Sicherheitsexperte. Daher, da das Parlament war nicht weiträumig abgesperrt und es gab auch keine wirkliche starke Polizeipräsenz, sondern es war ungefähr alle 50 Meter ein
Polizeibeamter vorhanden. Es gab keine Polizeiketten vor dem Kapitol, sodass wir uns eigentlich gedacht haben, weil die Stimmung war sehr aufgeheizt, wie kann das halten? Ich bin eigentlich mit der Erwartung gekommen, dass es mindestens, dass es Ketten geben würde und dass es ein massives Polizeiaufgebot vor dem Kapitol geben würde. Dem war eben nicht der Fall. Und deswegen in dem Moment, wo eben der größere Teil der Trump-Protestierenden oder der Anhänger von Trump auf den Vorplatz vor dem Kapitol kam, in dem Moment konnte die Polizei eben diese Leute nicht zurückhalten. Und so sind sie eben mit den genannten Baseballschlägern, haben sie dann die Türen aufgebrochen und sind dann ins Kapitol eingedrungen. Wir selber, also ich war hier mit einem befreundeten Demokraten und einem meiner Kollegen. Wir haben uns dann zurückgezogen, weil auch Schüsse fielen und wir eben nicht dort in der Nähe sein wollten, weil die Lage in dem Moment sehr unübersichtlich war. Trump selber hat seine Unterstützer aufgerufen, sich zurückzuziehen, aber er hat gleichzeitig gesagt, ich verstehe eure Wut und insofern hat er nicht wirklich, würde ich mal sagen, hat er nochmal Öl aufs Feuer gegossen und nicht etwas getan, um das Ganze, die Situation zu beruhigen. Das letzte Mal, dass das Kapitol evakuiert wurde, war am 11. September 2001, also durch einen terroristischen Angriff von außen. Also es ist eine Ausnahmesituation, zumal Nancy Pelosis Büro eben ja auch gestürmt wurde. Und sie und Chuck Schumer haben Donald Trump dazu aufgerufen, seine Anhänger aufzurufen, das Kapitol zu räumen und auch im Grunde genommen die Umgebung des Kapitols zu räumen. Das ist ein ungeheuerlicher Vorgang, den wir jetzt hier gerade erleben. Es ist einzigartig. Es ist insofern, es ist der Versuch eines Putsches. Er hat den Putsch nicht persönlich angeführt, aber er hat ihn per Twitter angeführt. Donald Trump verlässt die politische Bühne mit einer Orgie der Gewalt, aber er wird den politischen Prozess, den demokratischen Prozess nicht aufhalten können und die Republik hält. Die Republik hält. Die Demokratie wird am Ende in den USA siegen.